Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Fallout London, der Total Conversion für Fallout 4. Viele Jahre dran gearbeitet haben die Entwickler und jetzt ist es endlich fertig. Wir befinden uns hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist der Zugang zur U-Bahn. Hier hatten wir diese tollen Geburtstagspartys, zu denen wir nicht eingeladen waren. Und ich glaube, ich habe es gerade original beim letzten Mal, weiß ich noch, bin ich hier rumgehüpft und habe überlegt, wo geht's hier weiter. Und ich habe gerade das Spiel geladen und das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass hier was geleuchtet hat. Und zwar hier. Das in der ersten Sekunde habe ich da gesehen. Ah, warte mal, das leuchtet doch hier. Okay. Ja. Ticket Swipe. Vielleicht muss ich erst das Ticket nehmen und dann swipe ich. Da haben wir's. So, da haben wir's aufgemacht. Nein! Ey! Fuck! Nee! Ah, ey! Ey! Ey, was soll das denn jetzt? Ey! Das ist ja das Gemeinste, was ich hier erlebt habe. Ich muss Quickload machen, aber vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Ticket rum. Das ist ja das Mieseste, was ich hier erlebt habe. Alter Schwede. Ach, guck mal, was ist jetzt noch ein Ticket? Oh! You've collected an issue of Protect and Survive. Trafalgar Square is now permanently marked on your map. Danke. Das ist ja Hammer. So, reicht das Ticket, was ich jetzt hier bekommen habe, aus, oder? Schnell durch. Sei gefährlich. Ja, das wäre ja auch Quatsch, wenn das nicht ginge. Wenn man dann da so gezwungen wäre, neu zu laden. Ah! Ekelhaftes. Warum? Ich bin noch nicht so weit. Hab mich erschreckt. Oh, hier, guck mal hier. Ja, guck mal hier, das ist der alles voller Tickets. Also ich nehme die sowas von mit. Also das folgende Situation. Ich habe in den Comments gelesen, hey Nils, du lässt die ganzen geilen Sachen hier liegen, wie zum Beispiel Tischventilatoren, wobei ich da auch ein, zwei von eingesammelt habe, oder Mikroskope und so, wo natürlich dann Rohstoffe drin verbaut sind, die man im Hauptspiel, in Fallout 4, sehr gut benutzen kann. Ich weiß nicht, was in diesem Fall, in dieser Total Conversion, dieser Mod, was hier wichtig ist. Ja, ich könnte natürlich jetzt alles einsammeln, was bei Fallout 4 immer wichtig ist, aber es kann halt sein, dass es hier überhaupt gar keine Bedeutung besitzt. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend mit dem Looten. Vielleicht kann man hier gar nicht bauen, ne? Wer weiß. Vielleicht ist es nutzlos hier. Weiß man ja alles nicht. So, jetzt habe ich diese Tür aufgemacht und habe da hinten auf der anderen Seite gar nicht so richtig alles durchsucht. Bevor ich jetzt hier runtergehe, es tut mir leid, Leute. Ich muss jetzt nochmal die Ladezeit in Kauf nehmen. Ah, die Ladezeiten sind so lang. Das war eine dumme Idee. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie es da jetzt weitergeht. Und ich wollte mich einmal noch ganz kurz sicher gehen. Hier ist diese Tür, aber vermutlich... Weil hier war nämlich noch eine. Ah, okay, die ist zu. Ja, dann hätte ich mir das auch sparen können. Ansonsten ist hier nämlich das hier noch. Genau. Immer alles nochmal gucken, bevor man abhaut hier. Alles klar, was haben wir denn hier? Tickets nehme ich mit. Da ist nämlich noch ein Safe. Oh no, 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 no. Okay, das ist natürlich shit. Die sind auch kaputt. Also es gibt auch nicht die Möglichkeit, mich da reinzuhacken, leider. Es gibt ja oftmals bei so Saves zwei Möglichkeiten, je nachdem, was man geskillt hat. Entweder über den Computer einen Safe zu öffnen oder den zu lockpicken. Schade. Müssen wir uns eigentlich merken und nochmal wiederkommen.
Aber das ist gerade zu Beginn natürlich oft so, dass man nicht die Skills hat, um alles zu machen. Schade. Nee, da hinten ist die Tür. So, jetzt können wir hier rausgehen. Die Ladezeiten in diesem Bereich, die sind kürzer als zurück in den anderen. Ja. Oh, okay. Oh Mann, muss ich jetzt eine Munition verbrauchen? Tickets! Tickets! Wer will noch Tickets haben? Alter, ernsthaft? Okay, warte mal, wie ist nochmal Schlagen alt, oder? Ja. Haben die mich halt original... Ich hab nur noch zwei Patronen. Ich brauch mehr Patronen. Cannot be opened. Schade. Train Map haben wir schon. Ninja. Das war gerade so ein unnötiger Verbrauch von Munition. Da muss ich Nikola sagen, das soll er rausschneiden. Das ist mir sonst zu unangenehm. Hier kommen wir nicht rein. Hä? Autsch. Muss ich hier alles angucken, ne? Ist nicht einfach mal mit durchlaufen. Die sind alle zu. Kein Eingang, kein Zugang zu diesen Waggons. Es gibt immer wieder Meldungen, dass das bei sehr vielen Leuten abstürzt, vor dort landen. Wir haben bislang Glück gehabt, das war relativ okay. Hier komme ich nicht rein. Hoffe, das bleibt jetzt so. Will nichts beschreien. Bislang ist es in Ordnung, wie es ist. So, hier ist auch alles verschüttet. Keine Chance. Beziehungsweise, warte mal. Das ist die Tür, aus der wir kamen. Hier rechts wollte ich rein. So, da ging es auch nicht weiter. Den wir auf der Seite auch alle probiert, genau. So. Immer die Augen offen halten. Die Erfahrung haben wir ja gerade schon gemacht. Alles, was hier so unscheinbar rumfliegt, das kann auch mal so ein geiles Magazin sein. Oh, das ist der Lokomotivführer. Ja, einen kleinen Platz gehabt hier, oder? Eher so wie ein Busfahrer. Oh, guck mal. Das ist aber ein schöner Hut. So, ein Bobby-Pin, den nehmen wir mit. Geht's jetzt hier weiter? Okay, warte mal, ist das etwa eine Sackgasse? Wieso ist das denn eine Sackgasse? Was soll das denn? Warte mal ganz kurz. Hier fest. Wahrscheinlich gibt es auch wirklich Orte, an denen man festglitscht, ne? So, ganz kurz. Ich bin von da oben. Soll ich jetzt einfach nochmal zurückgehen? Nein, das kann doch nicht sein. Da sind wir hergekommen. Es muss doch hier irgendwo weitergehen. Das kann doch nicht sein, dass die komplette Tube hier eingestürzt ist. Das fände ich jetzt aber Quatsch. Warte. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Die Türen sind alle inaccessible. Da kommen wir gar nicht rein. Hier ist extra ganz bewusst alles zu. Es gibt hier keinen Raum mehr. Sollte ich etwa wieder komplett zurückgehen? Also hier ist ja auch alles zu. Auf die andere Seite kommen wir nicht. Diese Türen sind auch alle inaccessible. Vielleicht ist es wirklich einfach eine Sackgasse, nur so ein Raum, aber dann muss es ja oben an anderer Stelle noch weitergehen, da wo ich dann durch diese
durch diese Ticketsautomaten da gelaufen bin. Oder diese Türen gehen ja auch nicht auf hier. Also es ist auch nicht so, dass die U-Bahn-Türen hier sich öffnen lassen. Ich glaube fast, das ist eine Sackgasse. Hier, die Dinger öffnen sich nicht. Da ist nämlich offen, dann könnte man vielleicht an der Seite raus, aber das geht alles nicht. Und ansonsten ist hier Sense. Das ist hier abgefahren. Ich hätte gedacht, hier kommt man weiter. Naja, dann halt nicht. Können wir mal gucken, ob hier irgendwas zu sehen ist. Dafür müssen wir auf die Local Map gehen. Sieht aus wie so ein Röntgenbild, ne? Aber hier ist auch überall Feierabend. Also hier sieht man ja auch, da ist Schluss. Da auch. Also wenn dann da, dass man dort hinzukommt. Ich gucke jetzt hier nochmal und ansonsten muss ich wieder hoch. Ne, das ist ja der hier. Warte mal. Ne, ich glaube, ich muss wieder hoch. Abgefahren. Keine Lust, hier fest zu glitschen, aber ist halt auch kein Jump'n'Run. Ah, warte, jetzt bin ich rübergekommen. Aha. Die Frage ist, ob das überhaupt irgendwas bringt oder ob ich jetzt hier festgeglitscht bin. Ah ja, okay. Bringt gar nichts. Na gut, dann müssen wir wieder rauf. Dann ist das halt so. Hätte ich nicht gedacht. Kostet die Mod etwas? Ne, die ist kostenlos. Was ist hier? Vielleicht ein Fahrstuhl? Ne. Out of order. Order, order, order. Ja, dann ist oben noch irgendwas. Es gibt ein Erklärvideo auf Nils Extended. Da könnt ihr aus erster Hand, nämlich von Nicola, erfahren, wie man diese Mod installiert. Das ist nicht ganz einfach. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Und es lohnt sich. Okay, also. Das ist die Tür zur London Bridge. Aber es muss ja dann noch weitergehen. Aber ich war ja hier auch schon. Also das hatte ich ja extra nochmal gemacht. Hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Was ist denn, wenn wir da auch hochgehen? Kommen wir da so vielleicht rein? Noch mal mit einem Ticket. Warte mal, wenn wir jetzt hier hochgehen. Oder ist zu. Und die anderen Rolltreppen. Was haben wir hier? Zu. Dann können wir noch mal hier rauf gehen. Das ist auch alles verschüttet. Hier, es geht's noch weiter. Guck mal hier. Huch. London in the year 2077 is a place scarred by the aftermath of the resource war and one that is struggling to survive the European Civil War. As in any age, most ordinary people want only one thing, a happy, peaceful life. Ist original immer noch Level 1, ne? Hast du Buff Out 4 Mod, Nils? Sonst stürzt es gleich ab, wenn du in der Story weitergehst. Nee. Oh Gott. Das ist interessant. Ich hoffe mal, davon bleiben wir verschont. So, wir sind draußen! Guck! Boah, es ist dunkel. Das ist richtig unheimlich. Ah, wir fahren los! Alter! Lol. Guckt euch das an. Wow. Ein Fahrzeug in Fallout ist ja auch mal was Neues. Da müssen wir überall hinkommen, oder? Das sieht schon so aus, als wenn das alles begehbar wäre hier.
Oh, da, guck. Jetzt lädt er wieder irgendwas. Okay, das war der Prolog. Fallout London. Dö. Ja, jetzt geht's erst richtig los. Das war ja alles Vorgeplänkel in diesen geschlossenen Gebäuden und so weiter. Der Star ist jetzt hier die Stadt. Was haben die da alles gebaut? Wie nah an der Realität ist die Architektur? Ich hoffe mal, es klappt. Chat sagt, dass es hier eine gefährliche Stelle ist, wo es bei vielen crasht. Ich bleib mal positiv. Positiv. Na, er lädt auf jeden Fall noch. Das seht ihr an dem kleinen Ladeding da. Ladezeiten sind ja auch happig. Wir kommen jetzt zum ersten Mal raus. Da passiert was. Oh, ho, ho, ho. Find a way out. Lab rat. Whatever those scientists did to you, it took its toll on your body. Until you find a cure for this ailment, you'll take 10% more damage in combat. Further investigation into your origins may lead you to the remedy. Das ist natürlich jetzt bitter. Railway spine. The crash left you rattled. And it'll take more than a stimpack to fix this kind of damage. Until you seek out a medical professional, you will deal 10% less damage in combat. Also das sind ja hier wieder ganz schöne Hindernisse, mit denen ich hier zu kämpfen habe. Aber okay, es ist Nacht. Man sieht natürlich noch nicht so viel von der Stadt. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das so gewollt ist, dass es Nacht ist oder ob das einfach Zufall ist. Wir hatten jedenfalls einen Zugunfall, was wenig verwunderlich ist, wenn man die Zeit, die seit der letzten Wartung vergangen sein durfte, berücksichtigt. Ich nehme an, das ist das Zugabteil, in welchem wir gesessen haben. Sind hier schön in diese Ruinen reingeknallt. Zum Glück wohnt da niemand mehr und es war eh schon alles kaputt, sodass man da jetzt auch niemandem die Schuld geben kann. Geht's nicht so wirklich gut rein. Ja, jetzt in der Dunkelheit ist natürlich schwierig zu gucken, was hier noch an Loot rumliegt. Da geht's natürlich nicht rein. Postbox. Die meisten Gebäude kann man nicht betreten, das sieht man an diesen verrammelten Türen. Wir könnten natürlich, was wir jetzt machen können, ist, wir können uns jetzt hier hinsetzen und normalerweise kann man doch jetzt auch Zeit vertreiben lassen. Wait. Wir warten jetzt bis zum nächsten Morgen und sagen mal 6 Stunden, dann ist es 5.30 Uhr und dann dürfte hoffentlich die Sonne irgendwann mal aufgehen. So, sehr viel besser, oder? Jetzt sehen wir nämlich ein bisschen was. Das mit den Radios ist natürlich ganz geil. Ich würde auch gerne zuhören. Das Problem ist, dass es sein kann, dass dann das Video geclaimed wird, weil ich nicht weiß, welche Musik hier gespielt wird. Ob die lizenzfrei ist oder nicht. Guck mal, da oben ist ein Balkon, da kommt man noch bestimmt rein. Stimmt, ab und zu mal safen ist immer eine gute Idee. Komm ich nicht rein? Guck mal hier, bin ich zu dick. Sounded painful, if you ask me. Better not be those dogs up to something. I swear if it is. Not everything's the dogs, Johnny. You look like shit, mate. You're right. This one just came off the train, boss. Quiet, the both of you. Well, well, well.
If it isn't the lab rat. You made it out. You're in a right state, ain't you? Never had a crash down here before. Okay, wir haben Charisma gelevelt. Do you have any water? I'm really thirsty. Sehr gut, das machen wir natürlich. Of course. Winston. Yeah, enjoy. Na gut. The possibility of successful persuading someone depends on the number of points you have invested in a special attribute, trait or perk is indicated in the dialogue menu. Ja, ist doch super. Name's Gaunt. Sebastian Gaunt. And these dredges are Chill Winston and Johnny Shrapnel. But you can ignore Johnny. We're the Vagabonds. The Vagabonds. The Vagabonds are coming. Not like the dogs. Snuff it, Johnny. Don't scare away our new acquaintance. So, who are you exactly? I'm not really sure. I woke up in the lab. There were scientists. Then I got on the train. I'm just lost and confused. I escaped the lab. I think I'm also a train wreck survivor. Unclear, but it won't appear. I was stuck in some sort of lab. I was able to escape on the train before it crashed. Das machen wir. Only the gentry use those trains. Looks like you're a wayfarer now. Like the rest of us. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Gentry in dem Fall ist. What is this place? Who are the dogs? Wait a minute, you were in the lab fighting those scientists. Ah ja, Doktor brauchen wir auch, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir können mehrere Sachen auswählen. Huch. The location of someone in Thameshaven. Some old construction papers. Okay, Lewisham, or what's left of it. The Isle of Dogs Syndicate. Johnny gets a bit excited about 'em. Well then, Wayfarer, seems like you got two choices. You could head down that way to the Thames folk. Ain't exactly pleasant to look at, but appearances can be deceiving. They may even know a thing or two about that lab, seeing as they sold us the location. Otherwise, you can stick it out with me and my mates. We help you out, you help us out. Okay, Thameshaven, you know what? I'll stick it out with you guys. What's wrong with this? Blah, blah, blah. Ace, we could use an extra pair of hands. Yeah. Take this for the road. Its best days are behind it. Guck mal hier. A gift from Sebastian Gaunt. It's seen better days in all blightly, but nothing. A sharp-eyed blacksmith couldn't work out. Ja, danke schön. Das ist sehr nett. Aber wir haben jetzt ein Level up bekommen und können jetzt auch direkt nochmal das nächste Level kriegen. Jetzt erstmal kurz mit ihm sprechen. Find Thameshaven. Okay, er hat jetzt ein Quest-Icon über dem Kopf, aber... okay, follow the Vagabonds. Okay, na, das kriegen wir gerade noch hin. So, wir können upleveln. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das mit den Perks weiterentwickelt. Weil das Perk-System ist wie bei Fallout 3 oder Fallout New Vegas, dass man das jetzt hier aus einer Liste auswählt. Einige Sachen sind noch ausgegraut. Die können wir noch nicht nehmen. Oh, Bloody Mess finde ich immer sehr cool. Ist da rein optisch. Das ist auch gut. Scrounger, Fortune Finder. Ah, and find more tickets in containers. Sind diese Tickets tatsächlich mehr wert, als ich zu Beginn dachte? Zum Glück habe ich die alle aufgesammelt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt einen Wert haben. Okay, also was wir machen können, ist, wir können jedes dieser Special-Attribute um einen Punkt leveln, was immer sehr sinnvoll ist, weil die alle gut sind. Also damit macht man ja eigentlich gar nichts verkehrt. Die anderen sind natürlich aber ein bisschen interessanter. Also, die kennen wir ja auch schon aus Fallout 3 Ladykiller. Gibt es da, glaube ich, auch. 10% Damage to the opposite sex and unique dialogue options with certain characters. Das finde ich ganz interessant, wie gesagt, weil man da diese Dialogoption hat. Das gleiche ist Confirmed Bachelor. Das ist gar nicht mal so, finde ich,
jetzt dieses Damage-Ding, weil ob ich jetzt 10% mehr Damage hatte, das sind eher die Dialogoptionen, die interessant sind. Das können wir hier noch nicht machen. All Locations Revealed ist natürlich auch interessant. Okay, ich glaube, wir sehen jetzt einfach schon wirklich alle Perks in dieser Liste. Ready something once a day. Weather, das können wir eh noch nicht machen. Iron Fist, das ist eher für Nahkämpfer. Big Leagues. Melee brauchen wir nicht. Okay, das ist ganz interessant. Da können wir uns verbesserte, oder beziehungsweise können wir die Armor Mods herstellen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir 5 für Heavy Gunner, Strong Back. Können wir auch nicht machen. Brauchen wir auch Stufe 6 oder höher. Oh, Strengths ist offensichtlich für alles hier notwendig. Krass. So, Pickpocket machen wir nicht, weil wir nicht unbedingt klauen wollen. Keep your distance long and your kill count high. Attacks with non-automatic rifles to 20%. Ja, das ist schon ganz interessant. Aber non-automatic rifles, das müssten also Hunting Rifles sein. Sniper Rifles wahrscheinlich. Ja, kann schon was bringen. Targets specific damage resistance in Vets finde ich auch interessant. Aber die Frage, wie viel Vets man nutzt. Auf PC ist es ja so, dass man es durchaus wie ein Shooter spielen kann. Auf Konsole ist es halt ein... Also kann man halt nicht als Shooter spielen, da muss man immer mit Vets arbeiten. Das finde ich ganz geil. Locksmith. Kann ich aber nicht machen. Mach ich Perception. Das heißt, da muss ich in dem Fall erstmal was bei Perception investieren. Das können wir eh noch nicht machen. Damage Resistance. Oh, das ist auch geil. Instantly gain plus 20 maximum health. Ist natürlich super. Life Giver. Das ist super. Oh. Kann ich aber nicht machen. Brauche ich mehr Endurance? Brauche ich mehr Endurance? Brauche ich mehr Endurance? Gibt es da irgendwas mit schneller Leveln? Das gucken wir uns mal an. Persuading someone with a special perk or trade check grants 25% more XP. Oh, es gibt offensichtlich tatsächlich Workshops hier, also verschiedene Siedlungen, die man bauen kann. Das sind diese Charisma Perks. Jetzt kommen wir zu Intelligence da. Let the angels guide you. The path to your closest quest target is displayed in Vats. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ist ja auch schon ein älterer Perk. Oh, das ist natürlich auch sehr wichtig. Das verbessert die Stimpacks. Base Level and Rank 1 Gun Mods. Ja, braucht man früher oder später auf jeden Fall. Hier können wir Sachen hacken. Das ist auch wichtig. Hightech Mods. Okay, das ist jetzt wieder höher. Es gibt jetzt hier keine, wo ich schneller level. Gunslinger. Non-Automatic Pistols. Ja, finde ich auch ganz geil. Pistolen machen Spaß in dem Spiel. Sleeping Person. Ja, diese Action Point Sachen sind natürlich sehr wichtig, wenn man mit Watts spielt. Sneak Attacks. Diese Sachen sind halt geil, wenn man Nahkampf spielt. Dann kann man auch hiermit zum Beispiel Vets Melee Distance is increased significantly. Das heißt, wenn ein Gegner relativ weit weg steht und man aktiviert das Vets, kann man trotzdem einen Nahkampfangriff triggern. Und auf diese Art und Weise kann man halt super viele Distanzen überbrücken, weil das ja fast wie Beamen ist, wenn du in Vets dann einen Angriff startest als Nahkämpfer und dann wirst du da quasi hingebeamt und haust ihm einen runter und dann kannst du hin und her springen zwischen den Angreifern. Also wenn man Bock hat auf einen Nahkampfcharakter, kann man da, glaube ich, einige lustige Sachen machen in Fallout.
Ja, Fortune Finder, Scrounger, die Sachen hatten wir, glaube ich, schon geguckt. Genau, die sind auch super wichtig, die Sachen. Und ich fange mal mit folgendem an. Ich möchte, also genau, entweder wir nehmen dieses Hacker-Ding, dass wir uns in die Terminals hacken können, oder wir machen Perception und wollen dann das hier, wie sagt man, Knacken von Schlössern machen. Die beiden sind in jedem Fall wichtig. Ich glaube, wir machen mal... Warte. Perception, wo war Perception? Da. Genau, Locksmith, das wollten wir machen. Advanced Locks, das heißt, wir brauchen aber für Perception brauchen wir 4. Da haben wir offensichtlich weniger als 4. Perception 3. Okay, dann gehe ich mal auf Perception und... schneller Level ist rein Intelligence, ja, auf jeden Fall. Intelligence hilft beim Leveln. Da haben wir deswegen auch 5 genommen, damit es ein bisschen schneller geht. Könnte ich natürlich jetzt auch weiter ausbauen und hier, Intelligence is the measure of your overall mental acuity and affects the number of experience points earned. Now you instantly gain plus 1 point. Der Unterschied zu Fallout 3 allerdings mit diesem Intelligence Perk ist, dass Fallout 3 noch ein anderes System hatte beim Level-Up. Da hatte man nämlich im ersten Schritt die Möglichkeit, seine ganzen Unter-Perks zu leveln. Also zum Beispiel Small Weapons, also oder Energy Weapons oder Locksmith, glaube ich, auch. Ich weiß, also es gab so ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten, die man dann so Punkt für Punkt gelevelt hat. Und Intelligenz hat halt mitbestimmt, wie viele von diesen Punkten man pro Level-Up bekommt. Also wenn ihr, was weiß ich, 10 Intelligenz hattet, habt ihr vielleicht 20 Punkte, nee, das ist zu viel, was weiß ich, 10 Punkte pro Level verteilen können auf diese ganzen Unterkategorien. Und wenn ihr halt weniger hattet, dementsprechend weniger, sodass es total Sinn ergeben hat, mit einem möglichst hohen Intelligenzcharakter zu starten, weil man dann einfach pro Level mehr Punkte ausgeben konnte. Super wichtig. Und das ist hier halt anders. Dieser Aspekt fehlt. Es ist zwar schon eher das Fallout 3 Perk-System, wie das hier so in Textform dargestellt wird, aber es fehlt eben dieser Aspekt, den ich gerade genannt habe, sodass der Intelligenzwert ein bisschen abgewertet erscheint. Das ist so mein erster Eindruck. Ich spiele es ja jetzt gerade zum ersten Mal. Man bekommt zwar mehr Experience Points, die wiederum sorgen nur dafür, dass man schneller auflevelt. Also wenn ich für jeden Frag und für jeden Dialog oder für jede erfüllte Quest eine bestimmte Anzahl Erfahrungspunkte mehr bekomme, level ich schneller, aber ich habe halt eben nicht diese Punkte. Deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz so krass. Ich gehe deswegen jetzt mal mit Perception und mache dann im nächsten Schritt, und das wird ja gleich sein, mache ich dieses Locksmith-Ding. So. Close. Jetzt gehe ich hinterher und es geht ja jetzt relativ schnell, dass wir das nächste Level bekommen. Dann machen wir Locksmith und ich komme ja wahrscheinlich nicht mehr zurück. The Vagabonds. The cunts who made things go awry are the Isle of Dogs Syndicate. There's a fucking lot of them, and they all walk around with the Gentry Reserves in their skyrocket, so they've got tickets to burn. They got that bees and honey dancing with the Gentry. The Gentry rule from their ivory towers, pissing off their pedestals from Westminster. Forget trying to get in there. Those gates are tighter than a duck's arse. Why are they so tight, you ask? Because they've got the Tommies to defend them. Powerful enough to take the peace, too stupid to keep it. Which means the occasional toe-rags crop up and have toe-rex. Blighty leadership. This brings me to the dress-up factions. Take your pick. Camelot, the only tin man knights in Wandsworth. Or if you fancy painting it black, you've the fifth column tyrants in Tower Hamlets. Next on the list, you've the twats in the periphery. Hooligans that'll smack you. Beefeaters that'll eat you. Jack Tars will stick a cannon up your arse.
Roundels in Hackney. Well, they keep to themselves unless you've got a thing against scooters. Miller's men are the slapheads over in Islington. Neighbouring next to them are the Pistols in Camden, who wants anarchy in the UK. All of that makes sense. So, as life dictates, you should probably stick with us. Know what I mean? The rest you can work out yourself, because I'm tired of monologuing. So, if they shoot at you, they ain't your mate. Guns are more common round here these days, ever since Enfield opened its doors to all and sundry. You'll need to keep your head down. You ain't in that test tube anymore, Sunshine. Now, left, right, left, right. I think they call it walking. Ja, ist schon gut gemacht. Ah, die Ammo-Box ist leer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Magie-Piece. Nehmen wir einfach mal mit. Ja, jetzt muss ich ein bisschen Ausschau halten, ob ich irgendwelche Gebäude erkenne, die... Ey, wieso da rennen die denn? Die wollen sich von mir absetzen. Hallo? Einmal nicht... guck mal, das ist, sobald ich weggucke, haben sie den Spurt angezogen. Von wegen Freunde. Da müssen wir natürlich das ganze Gebiet hier nochmal erkunden gleich. Das finde ich super, ein bisschen grün. Was? Ich habe sie wohl gemacht? Entschuldigen Sie bitte, das war ja nicht meine Absicht. Die sind aber zickig. Der Herr. The fuck? What? Ricky, what the fuck? Halt. Was ist los? Was passiert? Oh Gott, ist einer tot. The attackers took us by surprise. How many? Two or three IODs. Fucking dogs. Fuck them all. And what the fuck were they doing here? They were... I feel faint. Christ, you're pathetic. More bodies getting shite. Get a first aid kit from Greenwich Station. Was? Okay. Hol ich, kein Problem. Ich komme gleich wieder. Er soll durchhalten. Jetzt holen wir ein First Aid Kit. Und dann machen wir uns beliebt, indem wir den retten. Ist das eine Mod für Fallout 4? Fragt Schubi. Ja, absolut richtig. Ich kann das Spiel auch ein bisschen lauter machen, wenn ihr das wünscht. Ah, guck mal hier. Zum Glück haben wir noch Tickets gesammelt. Ja, der muss natürlich sich jetzt ein bisschen gedulden, ne? Weil wir hier erstmal richtig looten werden. Guck mal, da ist so ein Teddy. Kamera. Pre-War Money. Dachboden hier oben. Oh, oh Gott, scheiße. Ist ja gar nichts. Ich habe original noch 2 Schuss. Das ist ein bisschen weniger, als ich eigentlich möchte. Pömpel. Hier einfach nichts ist. Wie kann das sein, dass dieser Raum komplett uninteressant ist? Wieso habe ich denn nee. Fuck. Autsch. So, immer mit der Ruhe. Ich brauche mal dringend Munition. Also wir essen jetzt mal Stimpak. Ich habe noch 1 Stimpak. Wir haben halt original noch gar nichts von Wert. Ich glaube wirklich, dass die Tickets die Primärwährung sind in diesem Spiel. Vor allem brauche ich das eigentlich für mich selber, das Stimpak. Und noch, was noch viel geiler ist, ich hatte die ganze Zeit ein Stimpak bei mir. Ich hätte dem auch einfach meins geben können. Okay. Jetzt lassen wir den jetzt noch ein bisschen warten. Ja, denn wir müssen die Tickets aufsammeln. Huch. Ne, ich wollte mich nicht hin. Jetzt setze ich mich hier auch noch hin.
und warte einfach ein bisschen. Während er da leidet. Ja, mehr haben wir jetzt hier, glaube ich, nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich komm, ich komm! Er halte durch. Wäre natürlich abgefahren, wenn die jetzt tatsächlich irgendeine Form von Timer eingebaut hätten, der darüber entscheidet, ob ich das schaffe, ihn zu retten oder nicht. Und dementsprechend ist die Fraktion mir dann wohl gesonnen oder nicht. Oh, die Ladezeiten sind happig. Das ist ein bisschen schade. Gut, ist eine Mod. Man beschwert sich natürlich nicht, weil man voller Respekt ist vor dem, was die geleistet haben. Einfach mal in ihrer Freizeit über, weiß ich nicht, 5 Jahre so eine Total Conversion zu bauen, das ist auf jeden Fall sehr respektabel. Aber technisch ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn 10 Jahre altes Spiel für so ein kleines Gebäude dann so eine Ladezeit hat. Wobei, jetzt gehen wir ja wieder raus in die Welt. Also er lädt jetzt gerade die Welt und nicht das Gebäude, aber es ist trotzdem nagt immens am Spielspaß, weil man nämlich, das ist so eine psychologische Geschichte, eigentlich will man in dem Spiel in jedes Gebäude reingehen, sich alles angucken. Aber dann wägt man ab, oh, will ich da jetzt wirklich reingehen, das dauert jedes Mal wieder 2 Minuten Ladezeit, nur für das Gebäude. Und dann hat man gar nicht so Bock, seinem Entdeckerdrang nachzugehen, weil man keine Lust auf Ladezeiten hat. Und das nimmt so ein bisschen den Spielspaß. Ich weiß nicht, ob es vielleicht da nochmal mit einem Patch oder so Abhilfe gibt, weil es ist ja auch durch die es gibt ja auch diese Mods quasi, die die Ladezeiten verringern, und das ist ja technisch gar nicht notwendig, dass es so lange dauert. Das kann man ja vielleicht noch fixen, ich weiß es nicht. Aber so ist es natürlich blöd. Das macht natürlich so keinen Spaß. Hallo, oh Gott, alle sind weg, er ist alleine hier, ich helfe dir. You came back. Ja, klar. Ich könnte ihm jetzt sofort das First Aid Kit geben oder erstmal ihn ausfragen. Alter, ernsthaft? Probably wanted to get rid of any reinforcements before the attack. My clever, I'll give him that. Sie haben die Ladezeiten in Starfield immer noch, ne? Back to the Swan and Mitre, I suppose. I've got a bullet in my abdomen. I've seen better days. Soll ich übrigens auf, also was heißt auf, also diese, den Mantel, den er gerade anhat. Den gibt es auch im Hauptspiel in Fallout 4. Und den hatte ich lange Zeit an. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der kann. Aber ich weiß noch, dass ich den längere Zeit getragen habe. Ich glaube, der hat irgendeinen Bonus oder so. Ich weiß es nicht mehr. Hier natürlich nicht. Gaunt's gone. And he was the one with the medical know-how. Don't suppose you could fix me up. Shit. Genau, guck mal hier. Intelligence 5 von 7 müsste dann, ich glaube, das failt immer. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Chance gibt, dass man es schafft, obwohl man unterlevelt ist in dem Wert. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das können wir nicht machen. Das ist, glaube ich, ein sicherer Fail. Dann müssten wir das machen. Das ist der Mantel von Piper. Ach, das ist Pipers Mantel. Dann habe ich mir den von ihr geliehen. Jedenfalls hatte ich den auch mal eine Zeit lang an. Ja, das ist jetzt die Frage. Habe ich eine Chance? Ist 7 von 7 100% quasi und 5 von 7 wäre dann, keine Ahnung, 60%? Oder ist das ein Instant-Fail? Kann das einer von euch, weiß das einer von euch? Das wäre für die Zukunft ja auch ganz interessant zu wissen. Weil wenn das jetzt eigentlich ein Instant-Fail ist, dann dürfte die Antwortoption ja gar nicht da sein. Ich speichere mal ab und dann lade ich es sonst neu. Ich will es einfach wissen.
I thought you knew what you were doing. Fuck. Go to the Swan and Mitre. Give them dogs hell. No. Scheiße, ist er tot. Warte mal, aber das Wichtige, das ist... hallo? Ich will das einfach wissen. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt. Ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, es ist ein Instant-Fail. Wir probieren es noch einmal. Geht ja schnell. Ja. Okay. Nee, ich will ja, dass er überlebt. Oh, der hat den Schlüssel. Aber da komme ich schon auch alleine rein. Okay, also das scheint mir tatsächlich nicht zu klappen. Ich meine, vielleicht ist auch die Chance gerade einfach... Vielleicht gibt es eine Chance und es hat einfach nicht geklappt. Will ich ja ausschließen, aber das ist offensichtlich. Ich mach mal das hier. Scheiße. Ja, Mist. Da kann ich, glaube ich, nichts für den machen. Fuck. Ah, it ain't your fault. Seems I wasn't supposed to die here. Go to the Swan and Mitre. Give them dogs hell. Der arme Kerl. Tja, naja, egal. Dann nehme ich alles, was er hat. Small Baby Bottle? What? Entschuldigen Sie bitte. Ich nehme jetzt seine Identität an. Oh Gott. Die armen Leute. Wir können ja mal gucken, was wir da jetzt geklaut haben von ihm. Oh. Ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn da? Warte mal. Pfeff. Und Pfeff. Machen wir das mal auf die 1. Nee, warte. Das ist ja Quatsch. Dann machen wir das lieber auf die 2. So, 1, 2. Und dann machen wir das Ding hier auf die 3. Falls mal keine Munition da ist. Okay, und hier wollten wir mal schauen. Also, was haben wir da jetzt eigentlich an? Wir haben jetzt so diese Jacke von ihm da. Das ist diese hier. Ja, gut, die kann ja gar nichts. Jetzt können wir noch einen schönen Hut aufsetzen. Oder diese Goggles, der Workers Cap. Ja, tolle Wurst. Das bringt uns ja alles überhaupt nichts. Diese Goggles, da gibt es einen Perk für, den wir nicht haben. Wir müssen eine schöne Mütze aufsetzen einfach. Ansonsten, hier ist ein Bowlinghut. Ein Bowler. So sehen wir jetzt aus. Ist doch schön. Schöner Hut, oder? Gefällt mir. Jo, dann haben wir jetzt ja einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwo hier reinkommen. Aber vermutlich ist es nicht das Gebäude hier. Aber warum? Die sind alle zu. Ist was zu essen? Was ist denn? Wieso? Das ist doch Quatsch, dass das Gebäude zu ist. Das ist doch deren Hauptquartier. Hier so ein dicker Säuleneingang, so ein imposanter. Quatsch, dass ich da nicht rein darf. Okay, jetzt haben wir verschiedene Locations, zu denen wir reisen können. Das eine ist hier, Travel to Swan and Mitre, da sind die wieder hingegangen. Und das andere ist Find Thames Haven. Ja. Jetzt würde ich doch vorschlagen, wir schließen das mal ab hier und reden nochmal mit denen. Da wird es ja wahrscheinlich dann auch jetzt Beef geben. Schuss, okay.
Kann ich mit leben? Oh, guck mal, was ist hier? Also, der war hier gerade drin. So, jetzt gehen wir mal da hinten hin, wo die Jungs sind. Oh, guck mal hier, der Doppeldecker. Also, was schon so ein bisschen auffällt, ist, die haben das deutlich grüner gemacht als Fallout 4, wo ja schon das eher selten ist, dass hier so Bäume blühen und Gras sprießt. Das ist dann alles ein bisschen verseuchter noch. Das finde ich gut, dass da ab und zu mal ein bisschen was Gesundes zu sehen ist. Gefällt mir. Komme ich nicht rauf. Ist auch nichts weiter offensichtlich. Da ist so ein kleines, irgendein so ein Rattengesicht. Warte mal, nee. Nee, genau hinter mir. Da. Wo ist der Durchgang? Ja. Schauen wir mal erstmal. Oh, hier ist ein Panzer, schaut mal. Ja, ist auf jeden Fall. Oh, okay. Also diese Seiten spritzen hier, das ist eher so Erster Weltkrieg. Das oben, der Geschützturm, ist eher Zweiter Weltkrieg, würde ich sagen. Und das hier unten ist eher Erster Weltkrieg, oder? Es ist so eine Mischung, ne? So die ersten Panzer, die hatten doch nicht so ein langes Kanonenrohr. Also technologisch irgendwo zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Damit eigentlich ja ein bisschen früher als in Fallout 4, was ja deutlich später spielt. Eher so mindestens 50er Jahre. Warte mal, sind wir überhaupt richtig hier? Nee, guck mal hier. Hier ist so eine Wand. Ich muss erstmal hier so vorbei. Oh, Crematorium. Krematorium. Guck mal hier unsere Jeeps, ne? Also die Jeeps sind auf jeden Fall auch frühestens 40er Jahre wahrscheinlich. Ein bisschen später, oder? Aber ist ja eh alles eine alternative Realität. Oh fuck. Was war das denn? Ich glaube, da war hinter mir noch jemand. Irgendwas habe ich da aufgeschreckt. Keine Ahnung. Was das jetzt wieder war. Oh, lange Ladezeiten. Ach, Rudi. Also das ist auch ein schönes Incentive hier dafür, dass man überlebt. Man hat diese Ladezeiten nicht. Wollen wir kurz überlegen, habe ich jetzt den Typ schon gelootet? Ja. Habe ich meine... Okay, ne, keine Favorites. Hä? Doch. Doch schon gefavored, diese. Ah ja, okay. Dann laufen wir da jetzt nochmal hin. Eieiei. Merke. Vorsichtiger sein. Ich werde mal einen Schluck Wasser trinken. Ich habe doch von dem. Hier, wo ist es denn? Purified Water. So. Das schlürfen wir jetzt. Okay. Guck mal, das sieht aus wie so ein Nadelöhr. Da ist so eine Monorail lang gefahren. Nehme ich mal an. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter um die Kurve. Und das ist das Gebäude, um das wir rum müssen. Ist das so?
Sieht nice aus, oder? Ich mag das mit dem Grün. Das ist ein bisschen... ist gut geworden. So, und dann müssen wir jetzt gleich rechts. Genau. Hier um das Gebäude und dann rechts. Ich würde gerne in diese... Aber das ist auch zu... Also es sind relativ wenig Gebäude begehbar, wie es mir scheint. Aber man darf auch keine zu große Anspruchshaltung jetzt haben. Das ist, wie gesagt, eine Mod von Leuten, die es in ihrer Freizeit gemacht haben. Oder diese Kirche, da kommt man doch bestimmt rein. Warten wir mal ein bisschen. Na, wo versteckt sich jemand? Gut, nee, das brauchen wir nicht. Okay, hier sind so Scribble-Pups, das ist uns egal. Wenn man so durch die Gegend läuft in Fallout, dann kann man immer ganz gut auf die Wetz-Taste hämmern. In dem Fall ist es hier Q. Weil einfach mal so draufdrücken zwischendurch, denn wenn irgendwelche Ghouls oder sonstige Gegner unterwegs sind, dann kann man die dadurch entdecken, die man normalerweise nicht hier sehen würde im Gras. Die greifen mich ja wohl nicht an, oder diese Eichhörnchen. Red Rabbit. Ich gehe mal davon aus, sie machen nichts. Royal Observatory. Hier sind wir ein Stück ländlicher jetzt. Wir sind einfach klammheimlich aus der Stadt raus und sind jetzt hier in einer Vorstadt. Oh fuck. Oh fuck. Alles klar. Einfach überhaupt gar keinen Schaden. Fuck. Eieiei. Der Menge Fox, ja, das ergibt schon Sinn, ne? Die laufen ja in England ja rum. Dafür sind die ja berühmt. Ja, die Engländer. Oh nein, ich habe keine. Ah, da habe ich ein bisschen Muni, geil. Oh. Oh, getroffen. So. Tickets. Fox, oh, Kickball. Der hat sich einen Spielball geholt. So. Jetzt lass uns erstmal ich da ja auch das nee, kein Fast Travel machen. Fast Travel. Nee, da kann ich noch kein Fast Travel machen. Gehen wir erstmal dahin. Wir können oder weißt du was, wir sind jetzt ja hier. Lass uns mal das wir checken das jetzt aus. Sonst kommen wir eh nicht nochmal wieder her. Das läuft ja schon nicht weg. Darf man denn ins was ist das denn? Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Happy Tree People. Ach du Scheiße. Fuck, ich hab nichts mehr. Mann. Was sind denn das für seltsame Mutanten? Ekelig. Ich hab nichts mehr. Wo ist mein Messer? Hier, da. Das habe ich noch. Guck mal, was der hier für ein Geweih hat. Irgel. Angenehme Kreaturen. So, wo ist jetzt hier der Eingang? Ach du Scheiße. Au, fuck. Aha, Scheiße. Fuck.
Ja, ich habe ja nichts. Ich das jetzt. Bin ich geheilt? Ja, sehr gut. So, wir können ein Level Up machen und ich wollte ja eigentlich. Oh ja, mein Plan. Dass wir Locksmith machen. Ich kann mir das jetzt aber auch aufbewahren bis zur nächsten Situation. Und dann kann ich mich entscheiden zwischen Locksmith oder. Wo bist du? Hacker. So, jetzt haben wir ein Level, behalten wir uns in der Hinterhand. Das nächste, was wir finden, ist entweder ein Terminal oder ein Safe. Und dann entscheide ich, für was ich den ausgebe, den Perk. Weil jetzt gerade, wenn ich das jetzt machen würde, würde jetzt bei Hacker den Punkt lassen, dann bringt es mir jetzt auch erstmal nichts. Und wenn ich als nächstes ein Terminal finde, dann ärgere ich mich. So, wo ist hier der Eingang? Ich kann original nicht in dieses Gebäude rein, ne? Oder wie sehe ich das? Jetzt war ich natürlich bedroht, während ich hier rumlief, aber ich habe keinen Eingang gesehen. Wir laufen nur einmal rum. Ich glaube, wir kommen nicht rein. Da ist das eigentliche Observatorium. Hier ist auch keine Tür. Komm mal da vielleicht, über die Brücke. Oh, zugemauert. Warum ist der da noch am Leben? Oh fuck, so habe ich mir das eigentlich nicht überlegt. Oh shit, Autsch, ah ja, gut, sehr gut. Schon die Hinkebein, alles klar. Aber noch ein Schuss, der muss sitzen. Ja, jetzt haben wir wieder keine Munition. So, hier ist auch. Ah ne, warte, das sah nur aus wie vernagelt. Das ist schon eine reguläre Tür. Royal Observatory. Come on. Ich brauche Munition. Oh krass, okay. Das ist nice. Was ist das? Die beinhalten auch oft Dinge, die man fürs Bauen gebrauchen kann. Was haben wir hier? Das ist einfach nur Eisen, ne? Scheiße. Oh, scheiße. Oh, das sind ganz viele. Oh, ich habe keine vernünftige Waffe. Da sind richtig viele. 1, 2, 3. Das kann ich nie im Leben schaffen. Wie viel von den Malus habe ich noch? Gar keine. Puh. Okay, Leute, ich befürchte, das kann ich nicht schaffen. Wir müssen später wiederkommen. Das ist kompletter Selbstmord. Ich kann nicht 4 und mehr von denen im Nahkampf jetzt machen. Da kriege ich von jedem mindestens einen Schlag ab und dann. Ich habe auch keine Stimpacks mehr. Gibt es irgendeine List, die ich machen kann? Nee. Komm, das bringt nichts. Das ist der sichere Död. Aber es nervt mich extrem, weil ich jetzt diese Ladezeiten habe. Tja, wir müssen uns ein bisschen mit Munition eindecken und dann können wir da wieder reingehen. Boah,
Das ist ja echt, da kann ich ja eigentlich jedes Mal die Szene noch umschalten und dann mich ein bisschen mit euch unterhalten. Was geht denn bei euch so ab? Irgendwelche Meinungen? Ist irgendwas bei Olympia passiert? Oh, geht weiter. Na. Dann lass uns doch mal probieren, dass wir jetzt Richtung Questgebiet kommen. Die Reiter haben Gold. Na, das ist doch schon mal sehr gut. So, hier finde ich, das ist ein sehr schönes Gebäude. Red Stack. Gibt es hier Munition oder gibt es hier Feinde? Was ist das? Das muss richtig prächtig gewesen sein. Hier hinter ist irgendwas. Fuck, ein Zwackelmann! Was ist das denn? Fuck! Nope. Ich habe keine Munition. Nope. Mit Sicherheit machen wir das nicht. Habt ihr das gesehen? Was für ein prächtiges Geschöpf. Ja. Oh, fuck off. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck, er gibt einfach nicht auf. Der Riesenschnüffler. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, no way. Fuck. Oh, fuck. Ah, Hilfe. Pferde, helft mir, wilde Pferde. Ah, fuck off! No way! Oh, shit! Ist das ein Honey Badger? Oh! Okay, ich muss ganz schnell einfach hier zu dieser Quest. Die werden mir sicherlich helfen können. Okay, ich komme in eine Schlacht. Wer ist wer? Wer ist böse? Ich habe keine Ahnung, wer zu wem gehört. Die da oben sind auf jeden Fall böse. Der ist böse. Auch von dem kann ich mir hoffentlich was klauen. Oh Gott. Der hat original keine Schusswaffen gehabt. Okay, der wird auch Schusswaffen gehabt haben. Aber das ist ja ein geiler Anzug, oder? Den muss ich mal mitnehmen. Der gefällt mir, der sieht stylisch aus. Okay, da müssen wir rein. Boah, das ist ja auch ein geiler Anzug. Hammer. So, jetzt haben wir eine neue Pistole. Die ist natürlich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als nichts. Das ist diese hier. Die packen wir dann mal auf die 4. Und haben, naja, immerhin 32 Schuss. Besser als nichts. Coole Autos. Stylo. Da ist nichts drin. So, dann müssen wir jetzt hier rein. Ich helfe. Ja, Sonnenbrille, deswegen habe ich sie genommen. Die gibt manchmal plus 1 Perception. Gucken wir gleich nochmal. Lade, lade, lade. Lade, 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 lade. Lade, lade. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal gucken. Wir sind alle tot. So, jetzt gucken wir einmal nach dieser Perception-Geschichte.
Sunglasses. Ey, nö, schade. Geben keine Perception, das ist ja blöd. So, das sieht ganz nice aus hier. Ey. Oh. Ja, auch noch ein Messer, der Typ. Ah ja. Oh, die haben ja alle so richtig geile Anzüge. Ach, das wird mir hier als Diebstahl ausgelegt, oder was? Aber mal ganz kurz. Das ist doch jetzt schon deren... Ja, okay. Das ist deren Haus hier, alles klar. Das heißt, es gehört nicht den Typen, die wir gerade besiegt haben. Expired Cigarettes. War mir gar nicht bewusst, dass sie ein Ablaufdatum haben. Was soll dann passieren? Sind die dann ungesund? Das ist aber eine schöne Kaschemme hier. Nur schade, dass die wirklich überhaupt gar kein Interesse haben, zumindest ein Minimum an Ordnung zu halten. Ich bin jetzt wirklich nicht der Mensch, der mit dem größtmöglichen Bedürfnis, Ordnung zu halten, geboren wurde. Aber das ist, finde ich, schon echt frech. Ja, ich darf hier im Grunde ja nichts mehr machen jetzt. Also, ist eigentlich total egal. Mit wem soll ich denn mal reden? Mit ihm da hinten. Wie stecke ich nochmal die Knarre weg? Wie stecke ich nochmal die Knarre weg? So, genau. Hi, Yvette. Ich hab überhaupt... Ach, ernsthaft? What is it? What's it to you? I guess it's me. I have a name, you know. Oh, well, that's just Peaches, we are. But if you haven't noticed, we've got a bloody war going on. So some regular niceties can get fucked right now. We got hit hard just there, but we managed to kill or capture every attacker, except one. I noticed a scout hang back and leg it when things swung our way. If they're bringing back up from the Isle of Dogs, we could be toast. I need you to stop them. They look to be beelining for the comm station north of here. I've got someone to trip the power on it remotely, but that'll only hold them so long. Go snuff out the Hornet before it brings back the nest. The scout was a young lass. Denim fatigue, spiky hair. Should be easy to spot. Now go. If you need medical attention, I can take a look at you. But I can't do miracles. And wipe those questions off your tongue. We've got no time for that. Ja. Ey, warte mal, du hast gesagt, du hilfst. Need help. Ja. So, ich habe nämlich hier so ein Railway Spine. Can't say I've treated a survivor of a rail accident before. This'll be interesting. Ja, gib mir die dicke Spritze, alles klar. Das ist alles, was der Arzt dir macht. Einfach Spritze geben. You were suffering from some kind of psychological distress, probably brought on by the crash. That remedy should do the trick. Just remember those breathing exercises. Nice. Das haben wir gemacht. Can I help you? Warte. Do you have any spare medicals? Ja, ich teuer. Und natürlich Stim Packs. Was? Warte mal, was kostet der Spaß? 156 für ein Stimmy? Das kann doch nicht stimmen. Was ist, wenn ich dir dafür sowas gebe? Value 1. Was ist denn mit dem Geld? Pre-War Money. Das hier. Die sind doch eigentlich immer ganz geil zum Verticken. Weil die null Weight haben, aber einen gewissen Value. Das wären 26 Tickets. Also ich kaufe sowas von keine Stimpacks. Vergiss es. Das ist ja einfach nur frech. Also ich kann die Sachen jetzt verticken. Ich nehme immer Pre-War Money mit und Zigaretten, weil die eine sehr gute. Ach ja, Cigarettes ist ja mit C. Ich habe gerade bei Z geguckt. Wir sind ja hier auf Deutsch.
weil die ein gutes Verhältnis aus Gewicht und Wert haben. Also es lohnt sich, die mitzuschleppen. Die nehmen nicht so viel Gewicht weg und haben eigentlich einen ganz guten Preis. Wo habe ich die denn? Ich habe doch so viel von denen aufgesammelt. Hallo? Unter was werden die denn hier geführt? Werden die unter C wie Cigarettes? Je mehr Charisma ich habe, desto bessere Preise kriege ich eigentlich auch. Aber ich vertick das jetzt trotzdem mal. Was weg ist, ist weg. Wo sind die denn? Scotch Bottle, wo sind die Zigaretten? Das hier kann eigentlich auch weg. Surgical Gloves. Ich verkaufe den ganzen Scheiß. Wobei, vielleicht ist da auch noch ein bisschen Gummi oder irgendwas bei. Syndicate, T-Shirt und Slacks kann eigentlich auch weg. Kann ich hier alles verticken. Hier ist Circuitry in Steel, das brauchen wir. Ah, no. Was habe ich gemacht? Was habe ich hier verkauft? Test Subject Suit. Nee, gib mir zurück. Reset. Das hat euch hoffentlich nicht gekostet jetzt. Ja. Warte mal. Plus 33? Achso, ja, okay. Wehe, das habe ich doch jetzt nicht gekauft. Warte, wir probieren nochmal. Zack, 39. Nee. Erst wenn ich es akzeptiere. Das wollte ich jetzt nicht verkaufen. So, wo sind jetzt diese Zigaretten? Und der E wie expired war das? Expired Cigarettes. Das könnte sehr gut. Da habe ich sie. Dankeschön. Obwohl, warte mal. Plastic, Cloth und Asbestos. Naja, vielleicht. Nö, das behalte ich einfach. So, wir behalten ein bisschen Geld, aber ich kaufe trotzdem keine Stimpacks. Das ist ja komplett bescheuert. Sehr gut. War auch ein sehr schöner Anzug. Die haben schöne Anzüge. Das muss man ihnen lassen. Bob. Wir könnten nochmal einmal Medical Emergency machen. Ja. Okay. Ja. Kriegen wir. Nee, ist mir zu teuer. Was hatten wir noch? Wir hatten ja noch irgendeine andere Krankheit durch diesen Absturz. Ich weiß aber nicht mehr, von wem wir das wegkriegen dann. So, ich darf hier eh nichts nehmen. Es wird mir alles als Diebstahl ausgelegt. Gut, wenn die das nicht sehen, ist das, glaube ich, relativ egal. Ja, ja, okay, finde ich gut. Ich guck mal nochmal hier rein. Manchmal haben die ja noch ein Magazin hier rumliegen, irgendwas. Was es lohnt, geklaut zu werden. Ansonsten könnte ich wahrscheinlich hier alles klauen und denen das einfach zurückschenken. Verkaufen meine ich, nicht schenken. Wenn ich das jetzt hier... Ich könnte all das, was hier ist, nehmen und denen das direkt wieder verkaufen. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich schlaue Geschichte von mir. Oh, was ist denn das? Scheiße, da geht es in den Keller. Es ist hier sehr viel größer, als man zu Beginn denkt. Hier ist Munition. Nee. Oh, da super viele gute Sachen haben die. Vielleicht, wenn ich mich hier beliebt mache, kann ich das alles bekommen, ohne dass ich klauen muss. Ich werde erstmal die Aufgabe erfüllen, die die von mir erwarten. Und dann? Ich habe immer so Angst vor den Ladezeiten, tatsächlich. Ich habe eine richtige Ladezeitenfurcht. So, immer wenn Ladezeiten ist, haben wir Chatzeit, ne? Ladezeit ist Chatzeit. War die im Hauptspiel auch so lang. Also es gibt eine kleine Mod, die das bekämpft. Die heißt Loading Time Shortener, whatever, keine Ahnung. Es gibt irgendeine kleine Mod, die das behebt, diese Ladezeiten. Wenn man das nicht macht, dann sind die schon nervig lang. Selbst mit dem Patch, der kam, wurde das nicht besser.
erst als dann diese Mod wieder ging, wurden die Ladezeiten auch wieder erträglicher. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so lang sind wie das hier. Aber sie waren schon viel zu lang für das Alter des Spiels. Ich hoffe mal, da gibt es irgendwie noch eine Mod, die das behebt. Loading Time Mod und Buff Out 4, ein Tweaking Tool. Das muss ich auf jeden Fall für die nächste Session machen. Weil das ist massiv nervig, so wie es gerade ist. Bin ich eigentlich nackt? Ne, ich habe den Anzug wieder an. So, in 93 Metern befindet sich das Ziel. Wenn ich das recht verstanden habe, müssen wir jetzt einen Typen platt machen. Wahrscheinlich haben wir dann noch eine Option, das zu machen oder auch nicht. Quests wollte ich gucken. Find Kill Syndicate Scout, genau. Cure Your Afflictions. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich das zweite wegkriege. Weiß ich nicht mehr, ich vergessen. Machen wir erstmal den anderen Typen platt. Jetzt kann ich mich auch gegen diesen Honey Badger wehren. Und wir können in dieses andere Observatorium gehen und uns da mal umschauen. Jetzt, wo wir wieder ein bisschen Munition haben. So, 100 Minuten Ladezeit incoming. Tja, keine Ahnung, woran das liegen kann. Ob das jetzt... Harry Dunn sagt, das ist bei mir... Wirkt extrem lang, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das... Das liegt ja nicht... an was soll das liegen? Mein Computer ist ja super gut. Daran kann es ja nicht liegen. Inaccessible. Inaccessible. Please take another door. Oh, guck mal, da wachsen so Pilzis. Nee, wir lassen das mal an. Peace in our time. Das hatten wir das letzte Mal schon gesehen. So eine kleine Silver Pocket Watch. Peace in our time. Chamberlain Zitat nehme ich an, soll das sein. Applesauce. Sieht nicht mehr besonders appetitlich aus. Also ist das da unten? Bobbypin Box. Guck mal, man muss immer genau hinschauen, wo die Köstlichkeiten versteckt sind. Apple Pie nehme ich jetzt einfach. Der sah noch gut aus. Der Apple Pie. So, wo ist jetzt der Lümmel da in dem nächsten Raum? Ich bin mal gespannt, ob ich ihn wirklich einfach nur platt machen muss. Oder ob das zu einer Dialogoption kommt. Und ich mich irgendwie noch neu entscheiden kann. Vielleicht ist alles nur ein großes Missverständnis. Oi, what do you want? Wie ist der? Hallo? Shit, I don't want to die. Please, don't hurt me. I only joined the syndicate last week. I was just in it for the money. I never wanted to see no blood. Please, siehste? Please let me live. I promise, I'll leave this gang shit behind. Klar, Mann. Legend. Legend. So, Howard, gib mir jetzt höchstens ein bisschen Geld oder so. Jetzt läuft sie. Das ist ein bisschen weird. Legend! Es kann natürlich sein, dass das nochmal Konsequenzen hat, ne? Dass sie mich komplett angelogen hat. Das würde ich dem Spiel komplett zutrauen. Und dann kommt es nochmal zu einem großen Unglück, weil die jetzt nämlich Bescheid gibt. Das kann sein. Würde ich nicht ausschließen. Dass meine Gnade mir wieder jetzt zum Verhängnis wird. Meine Freundlichkeit. Will ich nie ausschließen.
Gibt's keinen Watz mehr, fragt Maurice Laus. Doch, es gibt noch einen Watz. Ich nutze es nur nicht so oft. Weil man auf PC eigentlich ganz gut selber zielen kann. Und oftmals sogar die Trefferwahrscheinlichkeit höher ist, wenn man selber zielt. Weil die bei Watz ja dann teilweise unter 25% liegt. Und erst wenn man so richtig Punkte investiert hat in Watz, ist das natürlich hammergeil. Es gibt irgendwann, hast du ja dann so Perks wie, dass man mit jedem Schuss die Treffergenauigkeit erhöht. Und wenn du dann volle Actionpunkte hast, die hast du dann auch noch hochgelevelt, also hast du richtig viele Actionpunkte, dann visierst du, was ich, einen Kopf an. Da gibt es einen Perk, der die Trefferwahrscheinlichkeit auf den Kopf erhöht. Dann gibt es einen Perk, der, wie gesagt, mit jedem Schuss die Trefferchance erhöht. Und dann bist du irgendwann eigentlich immer bei 95%. Und dann ist Wets auch richtig geil. Jetzt zu Beginn, glaube ich, ist es selber, also wenn man manuell zielt, schon noch ein bisschen besser. Also gehen wir wieder zurück, nehmen wieder 4 Minuten Ladezeiten in Kauf, um mitzuteilen, dass wir sie haben laufen lassen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Problem werden. Ich hoffe, die sind jetzt nicht super sauer. Aber was soll ich machen? Ich bin ein guter Typ. Ihr schießt ja nicht einfach so eine junge Frau. Sie wirkt jetzt ja wirklich nicht wie jemand, der... Hallo. Careful where you tread, or you'll give me a reason to have fun. Der sieht aber auch elegant aus. Hi. Ich habe letzte Woche 200 Stunden Fallout 4 schon klar. Ach so. Ach so. Ich wollte dich nicht kränken. Ist natürlich jetzt für einen Veteran wie dich auch ein bisschen beleidigend, dass ich dir unterstelle, du würdest es nicht wissen. Das tut mir natürlich leid, aber ich deine Antwort wohl zu ausführlich, deine Frage zu ausführlich beantwortet. Boah, es ist einfach, ich weiß auch nicht, was soll ich denn auch sonst machen, während der Ladezeiten, außer zu reden. So, hier, ich habe den Job richtig genau exakt so gemacht, wie ihr das wolltet. Da ist er. Die Ilse. Hi, Ilse. You get them? It's sorted. Good. You seem efficient. I like that. Gaunt said to give you some tickets for your troubles. Here. Danke. 100. Oh, Charisma 5. Surely my efficiency is worth a bit more than this. Das machen wir natürlich. Not my problem, sweetie. Ah, schade. You can get up with Gaunt if you like, but don't blame me if he just blows your head off. Naja. To bullshit, yes. Gaunt just cares about getting the job done, and your feelings don't come into it, right and proper. It's not just the loss of men. We're hurting for ammo and other supplies. They keep hitting us like this, and they'll win for attrition. Fucking dogs. We should hit them back, right this minute. Easy now. Easy. Stupid like that is exactly what they want to provoke. We've got to keep our heads. Sorry to interrupt, chaps. I brought that newcomer along. That's me. No time for the detritus right now. Nelson, find something useful for this one to do. The rest of you, scram! I need to go think. Ich glaube, der hat riesige Füße. Der hat einen so Ritterstulpen. Guck mal. He's been through a lot and he bears a lot on his shoulders. He's got a big heart, really. The Isle of Dogs Syndicate has hurt us all in different ways. Some have scars you can see, some have scars you don't see. Gaunt was hurt deep. Understood. I've got to go now, but stick around, sweetie. We're good people when you get to know us. Oi, newcomer. I think I still hear you breathing over there. Come over here and we'll have a gob. Wer ist er denn? Der kann ja gleich mehr gucken. Der kann nicht mehr gucken. Jill Winston said they fished you out some lab down the Pinder. If I still had eyes, I'd say you were pulling the wool over him. But Gaunt backed him up and he's not the fanciful type. Well, pleased to meet you, Wayfarer. My name's Blind Nelson. I'm Sebastian's right-hand man, and I was the same to his father back when he was the boss of the Vagabonds. I can't see no more, but I've been round the houses far longer than anyone else here, and my brain still ticks as good as ever. Also das ist ja ein Ghoul, wenn ihr gar nicht mit der Fallout-Lore vertraut seid. Ghouls können theoretisch hunderte Jahre alt sein. Es gibt so Ghouls, die sind noch bevor die Bomben gefallen sind, sozusagen, waren das normale Menschen und die sind dann durch die Radioaktivität langsam
in einem langsamen Prozess zu Ghouls geworden. Was bedeutet, dass sie unsterblich sind und ich glaube durch Radioaktivität auch heilen können. Und manche sind zu so Feral Ghouls geworden, also zu wilden Ghouls, die laufen halt rum, haben kein Hirn mehr, also haben noch ein Hirn, aber das funktioniert nicht mehr so, wie es sollte, fressen einfach alles auf, wie so wilde Hunde. Und dann gibt es halt so ganz normale schlaue Ghouls. Well, check out the eyes on this one. Yeah, there's a bunch of us commuters about. Something to do with radiation and whatnot. I never much cared why. I lost my skin to it back when I was young, and I've stayed like this ever since. You get used to it. There are some what call us ghouls. Cheeky bastards. We keep the order around Bromley. Stop the hooligans, keep businesses protected, manage goods in and out, that sort of thing. We're popular with the locals, which is more than you can say for most gangs around London. Times are hard, though. We're at war with the Isle of Dogs, and they've got more men and more guns than us. Okay, what do you need? Simple fact is, my radio's broke, and I'm lost without it. Sebastian keeps me around for what brains I have, but without my radio, I'm deprived of some very necessary intel. I need someone with a pair of eyes and a pair of legs to fix it. You fit the bill, right? Here's the broken radio. Go find Chill Winston and ask him if he has any parts to fix it. Bullettooth Anthony has a workbench for when you got the bits. Bring it back here when it's all working smoothly and you're done. Easy, right? Sure, I get started. Ja, armer Kerl, ne? Ich weiß nicht, warum der einen Patronengurt trägt. Ob der nach Gehör schießt. Ansonsten könnte der die auch mir geben. Ich habe dafür sicherlich eine bessere Verwendung. Naja, wir werden sehen. Also haben wir wieder eine neue Quest. Das ist doch fantastisch. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine YouTube-Pause. Das war eine weitere Folge Fallout London. Also mir gefällt sehr viel daran. Also ich mag die Welt. Ich mag die Charaktere da drin. Man wird direkt reingeschmissen in die Action. Es gibt verschiedene Fraktionen. Die Welt scheint lebendig zu sein und dreht sich auch ohne uns weiter. Und wir kommen einfach nur so reingestolpert in die Verwicklungen. Die Ladezeiten sind ein großes Problem. Da muss ich mich noch drum kümmern. Ansonsten bin ich guter Dinge. Das scheint echt eine Menge Spaß zu sein, diese Total Conversion. Und wenn ihr auch Interesse daran habt, das zu spielen und überhaupt nicht wisst, wie kriege ich das installiert, dann checkt mal auf meinem Zweitkanal Nils Extended das Video ab, was Nikola gemacht hat. Da wird das nämlich bestens erklärt, was ihr machen müsst. Bis dahin war es das von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier das Londoner Wasteland unsicher machen. Oder sicher, je nachdem, wie wir wollen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.